Man kann den Tod nicht anerkennen oder die Urkastration. Man kann das Unvermeidliche nicht anerkennen durch Anerkennung von dessen Unvermeidlichkeit. Auch das ist nur eine Simulation. Aber am Ende wird man durch diesen Auswegserlösungstrick zum Tattvam-Asi-Quallenwesen, das nur noch da ja nichts mehr eine Rolle spielt, diese Pulsationen beobachtet, die man ja ist, die Zeit, der Herzschlag, die Atmung, die Peristaltiken, die Gleichströme der anderen eucharontischen Organe mit ihren langsam zunehmenden, aber stetigen Quellenergien, die, wenn man sie nicht abführt, dann zu blauen Wundern führen können, der Beleuchteten. Also jenes Quallenwesen, das einfach so lange dieses Auf und Ab beobachtet, um den letzten Schnaufer nicht zu verpassen, der dann die Erlösung dieses Stillstands, dieser Pumpleistung bedeutet und fortan treibt dann die Qualle im Ozean erlöst vor sich hin. Und das heißt, es nahm sie